Hier, das gefällt mir nicht. Schau mal, wenn der Pfeil anfängt zu leuchten, dann kannst du den Stamm drauflegen. Ich denke, es ist dieses schöne Etwas. Was soll denn der Quatsch hier, Leute? Hier, Kreuz, Kreuz, Kreuz. Pass mal auf, hier, Katze brennen. Geh mal weg mit dir, weg, weg, weg. Geht in die Fallen, Leute. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Folge Sons of the Forest 1.0 mit dem Gamebro, dem Kelvin, der Lydia und dem Grimbo. Schön, dass ihr dabei seid. Leute, wir haben in der letzten Folge nochmal einen schönen Ausflug gemacht. Ich habe uns eine neue Falle organisiert. Wir haben uns die Rotationsfalle geholt. Wunderschöne Geschichte. War ein schöner Ausflug, hat mir ordentlich Spaß gemacht. Jetzt möchte ich heute noch einmal mit euch ein bisschen an unserer Basis bauen. Zum einen möchte ich gerne die Rotationsfalle unterbringen. Wir müssen auch noch einige Schäden reparieren. Das Ritual mit der Goldproduktion hat einiges an Schäden hinterlassen. Die müssen noch korrigiert werden, repariert werden. Da gehen wir heute mal ganz gemütlich dran. Wir bauen heute rum. Wir gucken, wo können wir die Rotationsfalle sinnvoll unterbringen. Was können wir optimieren? Können wir noch mehr Fallen stellen? Genau. Und das wäre das, was wir heute erstmal gemütlich anfangen wollen. Eventuell gehen wir gleich auch nochmal hoch in den Wald und schlagen uns ein paar Bäume. Ich weiß nämlich gar nicht, wie unser Lager momentan aussieht. Der Bestand könnte gering sein. Ich habe jetzt wirklich mal ein kleines Päuschen eingelegt. Ich habe gar nichts gemacht. Das Wochenende haben wir als kleines Family-Wochenende. Wir haben das schöne Wetter genutzt und ein paar Ausflüge gemacht. Und darum bin ich zum Zocken so gar nicht gekommen, Leute. Wir machen jetzt aber weiter. Wir legen jetzt los, aber wir starten gemeinsam rein. So, wir müssen einmal kurz schlafen. Wir haben nämlich mitten in der Nacht, 18.50 Uhr, aber ist egal, mitten in der Nacht, passt schon. So, ich glaube, ich hätte hier noch ein Süppchen für dich. Trink doch mal. So, mach doch den Topf einfach leer, dann hast du was Gutes drin, kriegst auch direkt einen Buff mit, mein Lieber. Wunderschön, alles klar. Ich denke, so kann man in den Tag starten. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, Leute. Die Sonne scheint, das ist genauso wie gestern. Wunderbar, wir hatten so einen schönen sonnigen Tag. Hervorragend. Und jetzt Steine, wir brauchen Steine, Grimbo. Wir müssen ja gleich mal gucken, wo der Kelvin sich rumtreibt. Irgendwo hier draußen. Wir gehen mal raus vor die Tür. Und dann kriegt der Kelvin auch direkt schon mal seinen ersten Job. So, Stöcke haben wir ein paar hier. Wir gehen einmal kurz durch. Hier brauche ich ganz dringend Stämme, Leute. Das müssen wir einmal reparieren. Der Kelvin, ach guck mal da, bist immer noch dran, Steine zu organisieren. Dann mach mal weiter, sollst du gerne tun. Wir schauen uns ein wenig um. Wir müssten irgendwo hier die Karre haben. Ich glaube, ich habe die Karre das letzte Mal im Wasser geparkt. Meine Stammkarre. Stammkarre ist gut. Damit sie außer Schusslinie ist. Wir gucken einmal gerade nach. Hier können wir definitiv noch... Mal gucken. Moment mal, wie sieht das aus? Irgendwie sieht das alles etwas seltsam aus. Als würde mir hier etwas fehlen. Anscheinend hat mir jemand den Stamm abgerissen, an dem meine Zipline endete. Und die Zipline ist eh nicht mehr so optimal. Wir müssen hier umbauen. Ich versuche gleich mal, was passiert, wenn wir dort Stämme runterschicken, aber ich denke mal, die bleiben an der Falle oben hängen. Wir müssen das alles mal optimieren. Durch die ganzen Fallen hat sich das gesamte Bild hier in meiner Anlage doch ein wenig geändert. So, wir fangen aber einmal ganz kurz an und machen hier hinten gerade einmal zu. Hier, das gefällt mir nicht. Wir müssen hier einen neuen Stamm draufpacken. Kriegen wir das irgendwie hin? Jawohl, schau mal, wenn der Pfeil anfängt zu leuchten, dann kannst du den Stamm drauflegen. Supi. Und dann machen wir hier auch wieder direkt ein paar Stufen rein. Dann sieht es auch wieder schön aus. Leute, wir spielen mit eingeschaltetem Strukturschaden, auch wenn unsere Horden kommen. Wir lassen das an. Es hat bis jetzt gut funktioniert. Natürlich hinterlassen die lieben Schaden, wenn sie kommen und in meine Base crashen. Aber das ist in Ordnung. Es war nicht so katastrophal, dass ich mir sage, wir machen das aus. Von daher lassen wir es. Wir müssen jetzt halt nur mal schauen, wo können wir falltechnisch optimieren. Die Horde, die Mutantenhorde, die kommt von hier hinten. Die kommt quasi diesen Weg. Ich weiß nicht, zweimal haben wir das Ritual gemacht und beide Male sind die Mutanten da hinten gespawnt und von hier aus auf die Base eingerannt. Wir schauen jetzt gerade gleich mal. Ich habe hier schon ein paar kleinere Fallen drin. Wo haben wir denn die Rotationsfalle? Wir gucken uns das Ding jetzt einmal an. Wo können wir dich denn am besten hinstellen? Ich denke, es ist dieses schöne Etwas. Grimbo, fang doch mal an. Und lass dich direkt mal wegschießen hier. Sollten wir vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde aber sagen, meistens rennen die Mutanten dann irgendwie in diese Richtung hier los. Wie wäre es denn, wenn wir auf dem Stück hier die erste Falle setzen? Was brauchen wir? Wir brauchen 37 Sticks, eine Batterie, ein bisschen Draht und eine Lampe. Lampen und so weiter sollten wir haben. Batterien hatte ich auch noch mal ein paar mitgenommen. Wir haben unterwegs ja auch noch welche gefunden. Ich glaube, wir haben drei, wenn ich mich nicht irre.
Super, wir haben 3 Batterien. Das bedeutet, wir könnten 3 von diesen Rotationsfallen bauen, wenn wir denn alles andere da haben. Wir hauen einfach mal raus, was wir haben. Sticks könnten wir... Ah, hier, doch, da haben wir auch noch ein paar. So, wunderbar. Wir nehmen erstmal alles, was da ist und lassen den Kelvin das dann gleich auch schön wieder auffüllen, Leute. Bis jetzt hat meine Geschichte hier relativ gut funktioniert, auch wenn ich meine Fallen hier in, ja, ich weiß nicht wieso, wahrscheinlich war der Grimbo ein bisschen leicht angetrunken, falsch rumgesetzt habe, aber es funktioniert trotz alledem. Ich bin soweit der Meinung, es funktioniert und wir lassen das erstmal so stehen. Wir bauen das erst dann neu auf und korrigieren die Ausrichtung erst dann, wenn uns wirklich mal eine Falle komplett abgerissen wird. Schaut mal hier, hier haben wir auch noch einen Wagen komplett mit Sticks. Leute, wir haben gar nicht so wenig Zeug da. Bedeutet, wir können erstmal bauen. So, wundervoll. Damit haben wir die erste Rotationsfalle hier hingesetzt. Schöne Geschichte. Jetzt müssen wir nur mal schauen, wo baue ich denn die nächsten hin? So, also hier haben wir die Elektrozäune. Das ist soweit auch ganz cool. Und die. Ich weiß nur nicht, ob das richtig auslöst hier. Wir schauen mal. Müssen wir beim nächsten Mal, wenn der Besuch kommt, noch mal gucken. Hier ist ein Bereich. Hier fühle ich mich relativ unsicher. Also hier ist... aua! Ja, ist ja gut. Pass mal auf. Da haben wir uns schon die nächste Panzerung kaputt. Und Leute, wir haben kaum noch Panzerung am Start. Aber was soll's. So, ich würde sagen... ja, man ist ja gut. Ich weiß, ich habe hier überall zu Stacheln drin. Ich glaube, die muss ich abbauen. Das ist nix, womit ich mir einen Gefallen tue. Die sind cool, aber... ich renne ständig da rein. Es ist einfach so. So. Ich zeichne jetzt erstmal an. Wir bauen die jetzt erstmal noch nicht fertig. Ich würde sagen, wir zeichnen uns erstmal ein paar an. So, geh mal hier durch. Hüpf mal ein Stück. Wir holen uns gleich auch nochmal Essen und Trinken. Gehen nochmal unseren Musiker besuchen. So, damit hätten wir die Geschichte hier. Wir haben hier einiges an Fallen drumherum. Kleinkram, Spikes, jede Menge. Trotz alledem ist die Ecke... da steht auch noch ein Wagen mit Holz im Wasser. Ist das hier so ziemlich meine schlechtest verteidigte Position? Ich würde auch, glaube ich, dieses Tor hier noch einmal... also wir können die Fallen selber nicht auslösen. Das ist gut. Wir können da durchlaufen. Die Enemies können es schon. Ich würde sagen, wir bauen uns hier noch eine hin. Auch wenn während des Rituals kommt hier wahrscheinlich gar keiner vorbei. Das ist nicht so wild. Aber wir machen ja nicht immer nur Rituale. Und ab und zu kommen wir vielleicht auch mal die Standard-Eingeborenen rum. Und dann würde ich das ganz gerne irgendwie hier... jetzt ist nur die Frage, baue ich das hier hin? Bleibt wahrscheinlich wieder die Keule hängen. Das ist nicht so gut. Ich würde es eventuell ein bisschen versetzt hier setzen. So, vielleicht einfach mal hier so hin. Dann habe ich... oh, schau mal da, da kommt schon was. Was ist denn da los? Sind das Dämonen? Hallo? Oh, ich habe mich ja gar nicht erwartet. Ich habe niemanden eingeladen. Ist doch nicht euer Ernst. Achtung, pass auf. Was soll denn der Quatsch hier, Leute? Hier, Kreuz, Kreuz, Kreuz. Pass mal auf hier, kannst du brennen? Geh mal weg mit dir. Weg, weg, weg. Geht in die Fallen, Leute. Und lass mich nur. Ja, euch habe ich nicht gebucht. Euch erwarte ich eigentlich erst ein ganz anderer Mal. Oh. Ja, brenn du mal. Verdammte Axt. Und schrei doch. Mann, das sind echt Akrobaten hier. Kannst du nicht in meine Fallen rennen? Wofür habe ich hier einen Bauthalle? Wir brauchen neue... neue Haut. Kannst du mir vielleicht mal eben kurz deine Haut geben, wo wir schon mal dabei sind? Ich brauche dringend neue Panzerung. Ich habe gar nichts mehr. So, gib mal her. Muchas gracias, Senor. Oh, guck mal da. Da hat eine Keule funktioniert. Super. Wow, der Sound dieser Keule, die ist echt phänomenal. So, dann haben wir direkt am Start schon ein bisschen Action gehabt hier. Passt rein, Leute. So, wir schnappen uns alles. Und die Falle sollte ich wohl doch möglichst zügig aufbauen, damit wir hier auch noch mal etwas mehr Schutz haben. So, wo sind denn die anderen hin? Hier ist noch einer? Aber ihr bist doch nicht, ihr wart doch mehr. Ihr wart doch zu viert, oder? Na gut, wir ledern uns erstmal ein und dann bauen wir die Sachen in Ruhe auf. Sollte doch in Ordnung sein. Aber hier auch eine ausgelöste Falle. Ihr macht mir alles kaputt hier, ihr Miesen. Miesen Dämonen. Guck mal hier. Also das ist ja auch mal ein schöner Knoten hier. Kelvin, pass bloß auf. Hier wird hart geschossen. Was hältst du davon? Gut, du bist noch dran. Bleib doch mal stehen. Bleib doch mal stehen. Bleib doch mal stehen. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig wäre, wäre Basis erhalten. Kannst du das machen?
Oder sammel weiter Stücke, ist auch in Ordnung. Wenn du nicht willst, dann mach halt das, was du willst. Ich möchte dich ja nicht zu irgendwas nötigen, was du nicht willst. Weißt du Bescheid, nicht wahr? So. Also hier sieht es soweit noch ganz gut aus. Der Stromzaun brützelt und britzelt. Alles klar, wunderbar. Alles klar, wunderbar. Auch hier möchte ich gerne noch Rotationsfallen irgendwie drin haben. Ich weiß nicht warum. Was mir auch aufgefallen ist, dass relativ häufig hier noch Leute durchbrechen. Und vielleicht stellen wir uns dann hier die nächste auf. Ich weiß, wir haben nicht genügend Material, um alle aufzubauen. Aber so, dann haben wir schon mal ein bisschen was. Rundherum. Ich denke, das kann gar nicht so doll schaden. So. Die eine steht schon, die anderen werden wir noch zum Stehen bringen. Alles gut. Ich würde sagen, wir gehen einmal hoch und machen uns noch mal kurz auf, ein bisschen Baum zu fällen. Beziehungsweise wir könnten ja, guck mal hier, meine Lager sind leer, Leute. Meine Lager sind fast leer. Wir schicken einmal hier unten das Zeug runter, gucken, was mit den Stämmen passiert. Ich denke, die bleiben irgendwo an der Falle hängen. Wir müssen das alles umbauen. Ich denke mal, ich werde die... Ja, komm, was passiert? Nee, er sortiert sich scheinbar trotzdem ein. Wir schicken es runter, wir machen weiter. Ich glaube, das ist dann wohl doch irgendwie ein Automat... Na, schick's runter! Ein Automatismus, der irgendwie noch funktioniert. Wundervoll. Aber hier unten, also diese Rutsche, die müssen wir irgendwann mal neu bauen. Vielleicht bauen wir uns irgendwie die Rutsche direkt ins Lager rein, dass die Lager im Lager, also in der Wall, dann befüllt werden. Mal schauen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir das am besten machen. Aber erstmal schicken wir das Holz hier runter, damit wir unten wieder Material am Mann haben. Oder an der Frau. Wo ist eigentlich unsere Lydia? Lydia, wo treibst denn du dich rum? Die habe ich jetzt auch schon in der ganzen Folge noch nicht einmal gesehen. Leute, wir gucken einmal kurz auf die Karte. Wo auch immer sie sich rumtreibt. Ich vermute, da, wo wir in der letzten Folge unterwegs waren, sehr, sehr weit weg. Wir müssen auch mal schauen, welche Spots wir hier noch haben auf unserer Karte, die wir unbedingt noch erforschen und erkunden müssen. Da bin ich mir gerade auch nicht so sicher. Wir haben sicherlich noch einiges zu tun und einiges zu sehen. Ich möchte noch nicht ins Endgame starten. Auch wenn wir goldene Waffen haben, möchte ich erst noch einige Sachen mit euch erledigen. Ich möchte die Runde noch nicht beenden. Darum sagt mir auch gerne Bescheid, wenn ihr das seht. Wo können wir noch mal hin? Was können wir noch machen? Habt ihr noch Ideen? Was würdet ihr gerne sehen? Würde mich auf jeden Fall irrsinnig interessieren. Da hätte ich auch mega Lust, mit euch gemeinsam mal zu entscheiden, was wir als nächstes machen. Vielleicht bauen wir uns auch irgendwo noch eine zweite Wohnsitz. Fände ich auch ziemlich, ziemlich cool. So, jetzt gehen wir erstmal her. Wir hatten doch eine Motorsäge. Und wollen erstmal hier ein paar Bäume fällen. Das ist auch eine wunderschöne Sache. Das geht so schnell mit der Motorsäge. Gibt aber, glaube ich, keine Kraft. Von daher müssen wir auch ab und zu mal mit der Axt was schlagen. Aber kämpfen an sich bringt ja, glaube ich, auch Kraft. So. Baumfeld! Timber! Wunderschön. Ab und zu macht das halt auch einfach mal Spaß. Mal in den Wald gehen. Mal ein paar Bäume schlagen. Mal ein bisschen Natur genießen. Muss ja auch mal sein, Leute. Hier einfach mal ein bisschen was rodeln und zu sehen, wie sich die Welt verändert. Dann wissen wir wieder, warum die Eingeborenen uns nicht mögen. So. Aber von nichts kommt nichts und irgendwo muss das Holz herkommen. Ich glaube, den Baum hier, den möchte ich auch mal weg haben. Leute. Die hängen hier immer ihr Gerümpel dran auf. Ist ja ekelhaft. Leute, macht das mal weg. So. Müssen wir nur schauen, dass wir gleich auch den Kelvin hier oben mal mobilisiert kriegen. Aber ich glaube, das, was hier liegt, können wir alles nochmal per Hand runterschicken. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht. Ist das so angebunden, dass es ins Lager springt? Ich denke nicht. Da müssen wir vielleicht auch mal das Lager ein bisschen umbauen. Dass uns die Stämme hier auch direkt ins Lager hüpfen und wir nicht so viel Handarbeit haben. Aber wenn der Kelvin parat ist, dann geht das ja trotzdem ganz gut. Dann macht er das halt. Ich spüre schon wieder einen leichten Anflug von Frosch im Hals. Ich weiß nicht, was los ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, da... Aber doch, da hüpft das wieder. Irgendwie habe ich das Gefühl einer daueranbahnenden Erkältung, die aber nie ausbrechen möchte, aber auch nie wirklich weg will.
Vielleicht quatsche ich auch einfach nur zu viel. Das kann natürlich auch sein. Dass meine Stimmbänder das gar nicht gewöhnt waren. Und jetzt mit euch gemeinsam hier rede ich so viel, schwaller so viel blödes Zeug, dass die Stimmbänder einfach dauerhaft gereizt sind. So, aber genug geschwallert. Wir machen weiter. Wir gehen einmal runter. Haben wir noch genügend? Komm, das sammeln wir noch alles weg hier. Das sammeln wir einmal noch kurz weg. Schicken es runter. Bevor uns das despawnt. Nicht, dass wir hier zu viel gefällt haben. Und nachher die Bäume despawnen. Das wäre gar nicht schön. So, wunderbar. Leute, sieht doch eigentlich ganz gut aus hier. Ich würde sagen, wir packen es erstmal hier rein, dann haben wir das schon mal schön einsortiert wieder. Und vielleicht packen wir die Motorsäge mal weg. Die geht mir nämlich gerade so ein bisschen auf den Keks. Na, pass auf, mach keinen Quatsch. Grimo! So, bis auf die Dämonen haben wir es einigermaßen ruhig im Moment. Gar nicht so schlecht. Dann kriegen wir hier mal ein bisschen was weggeschafft. So. Ich bin der Meinung, das gehört auch einfach immer mal wieder zwischendurch dazu, dass wir auch mal abseits des Erkundens und des Schnetzelns und des Bauens auch mal ein bisschen die Tätigkeit machen, die halt dazu gehören in diesem Spiel. Und ich finde, das gehört einfach dazu. So, wir gehen noch einmal hoch, sammeln noch die restlichen Baumstämme ein. Wir haben ja noch ein komplettes Lager, was wir füllen können. Und hier liegt ja auch noch wirklich irrsinnig viel Holz rum. War schon lohnenswert. Das war schon gar nicht schlecht. Wie viele Bäume haben wir gefällt? Aber hier liegt so wahnsinnig viel Holz. So, aufgehängt und runtergeschickt. Ich müsste mir hier oben auch nochmal einen Wagen positionieren. Einen guten Wagen, damit wir hier auch Holz sammeln können. Also Äste und so weiter. Das geht hier oben auch gut. Kelvin macht das zwar auch super, der kriegt zwar irgendwo immer wieder Äste her, auch da, wo gar keine liegen sollen. Aber der Kelvin macht das schon. Er weiß, wo es liegt. Er findet auch unten am Strand immer wieder genügend Holz. Und Stein. Und Stein und Holz. So, ich denke, dann haben wir es gleich hier soweit. Einmal geschafft, einmal bereinigt. Und dann können wir unten noch ein bisschen weiter bauen. Ich würde mir auch vermutlich noch ein paar Pendelfallen bauen wollen. Weil die Dinger sind einfach gefühlt irrsinnig stark. Gerade wenn große Gegner kommen. Oder auch wenn kleine in Horden kommen. Also die Pendel, die sind nicht übel. Also kann man mit arbeiten. Wir müssen auch mal die ganzen Stümpfe hier rausschlagen. Also so ein bisschen, muss ich sagen, gefallen mir die Stümpfe nicht. Wenn hier alles voller Stümpfe ist, wir machen da mal eine saubere Wiese draußen. Vielleicht bauen wir uns dann hier oben auch nochmal irgendwas Schönes hin. Kleine Zwischenbasis oder irgendwie einen vorgeschobenen Posten oder was auch immer. So, ich muss sagen, ich bin aktuell noch nicht so weit, dass ich Lust habe, das Spiel zu beenden. Also mir macht es noch viel zu viel Spaß, vor allem mit euch gemeinsam hier zu zocken. Ich bin auch nicht mehr so weit. Ich brauche da noch ein bisschen. Ich möchte noch ein paar Folgen machen und sagt mir gerne, wie ihr das seht. Habt ihr die Schnauze voll? Wollt ihr weitermachen? Was wollt ihr noch sehen? Ich bin wirklich für jede Schandtat zu haben. Aktuell bin ich nicht bereit. Also ich möchte noch nicht aufhören. Ist einfach so. Macht mir noch zu viel Spaß. So, wir gehen wieder runter. Wir haben ja noch nicht alles voll gemacht, aber es sieht ein bisschen besser aus. Wir hätten noch den Wagen und das kleine Lager. Mache ich dann vielleicht gleich offscreen mit Kelvin noch ein bisschen. Wenn er denn hier unten fertig ist mit seinen Aufgaben. Was denn hier? Was? Oh, au, au, au. Das war nicht gut. Zu tief gesprungen. So, sammeln wir mal die Stämme hier auf. Wie sind die denn jetzt hier runtergeflogen? Ich guck mal, was da hinten passiert ist mit den Stämmen, die wir hier runtergeschickt haben. Das scheint aber trotz alledem eingelagert worden zu sein. Scheint funktioniert zu haben. Kein Problem. Wunderbar. Okay, können wir nicht nehmen. Lassen wir liegen. Holen wir uns gleich. Wir bauen uns gleich noch ein paar Pendelfallen auf. Und dann brauchen wir die Steine auf jeden Fall. Kelvin, hast du noch genügend Stöcke hier? So, dann hat der Kelvin später auch mal wieder ordentlich was zu tun, wenn wir das hier alles aufgebaut haben. Und dann können wir eventuell... Wäre vielleicht auch mal nicht schlecht, wenn wir hier außenrum... die Verteidigung noch ein bisschen weiter rausziehen. Aber ich denke, wir sind aktuell, sind wir relativ gut aufgestellt hier. Ich fühle mich in meiner Basis zumindest sicher. Noch sicherer würde ich mich fühlen, wenn Lydia da wäre, aber sie kommt schon wieder.
Die Gute hat uns noch nicht im Stich lassen. Wir haben kein Draht mehr. Verdammt, wir müssen los. Wir müssen losgehen. Wir Draht organisieren. Aber lass uns doch mal kurz überlegen. Wo könnten wir die nächste Pendelfalle hinstellen? Also die Ecke hier finde ich persönlich gerade ein bisschen leer. Hier passiert noch relativ wenig Musik. Hüpf vorüber. So. Und ich würde sagen, am besten stellen wir uns hier, auch vor dieses Tor, noch mal eine Pendelfalle, die hier so ein bisschen schön hin und her schwingt. Und auch ein bisschen Rabatz macht. Der Eli ist wieder da. Na super. Wo kommst denn du? Na, sag mal, wo kommst denn du weg? Nein, mein Lieber. Ich frage mich, warum der immer wieder kommt und über unsere Basis kreist. Was hat das zu bedeuten? Was will der hier? Will er mir irgendwas sagen? Müssen wir dem Haley nochmal folgen? Gibt es da noch irgendwas zu entdecken? Ich habe keine Ahnung. Aber du machst mich kirre und du bringst mich durcheinander. Ich wollte doch nochmal eine schöne Falle bauen. So, wir gucken mal. Ich möchte, dass sie links-rechts schwingt. Also würde ich dich vermutlich ganz gerne so hier hinbauen. Ich denke, das ist gar nicht so verkehrt. Und? Dann drehen wir das einmal rum und bauen auf die andere Seite. So, lasst uns mal schauen, wie wir das am besten machen. So relativ nah hier dran. Noch eine Falle. Dann haben wir hier nochmal zwei Pendelfallen, die sich gegenüberstehen. Und dann können wir auch hier das Tor noch relativ gut verteidigen, denke ich mal. Was brauchen wir als erstes? Wir brauchen natürlich zuerst wieder Stämme. Stämme dürften hier hinten stehen. Haben wir noch genügend da? Wunderbar. So, das sind Sachen, die kann man relativ... Ach, das ist das Brummen des Elektrozauns hier. Ich habe schon gedacht, was brummt denn da so? Ja, der Zaun macht schöne Geräusche. Ich muss aber einmal noch was testen. Leute, ich muss einmal noch mal kurz probieren. Guck mal hier, hier fehlen die ganzen Drähte. Ich glaube, hier ist uns was kaputt gegangen. Kann das sein? Oder bin ich blind? Hier ist Draht hier nicht. Ja, wir müssen auf jeden Fall Drähte organisieren. Ganz, ganz viele. Weil hier ist doch einiges zu Bruch gegangen. Schade, ich glaube, hätte ich das sofort... Hätte ich das direkt gesehen, dann hätte man die Drähte wieder aufheben können, die darunter fallen. Jetzt müssen wir uns neue holen. Drähte werden gar zu Mangelware bei mir, habe ich das Gefühl. Dann machen wir erstmal konventionelle Fallen, die keinen Strom brauchen. Ich denke früher später, also wir müssen... Ja, wir müssen so viel neu holen, so viel neu organisieren. So, eine Falle steht... Und die nächste schickt. Vielleicht essen wir gerade mal eine Kleinigkeit. Ein bisschen Medizin. Uns geht es gar nicht so perfekt gut. Und legen auch einmal gerade unsere Rüstung an, die wir gekriegt haben. Gar nicht so viel. Also die Dämonen, die geben gar nicht so viel, wie ich gerne hätte. So. Essen und Trinken wäre gerade auch mal wieder eine Option. Wir gehen mal schauen, ob unser Wasserlager gefüllt ist. Wie sieht es denn aus mit unseren Schildkrötenpanzern? Wunderbar. Den Durst können wir stillen. Und zu essen haben wir auch noch was auf der Leine hängen. Nehmen wir uns runter. Aber wir müssen dringend neues Fleisch besorgen. Vielleicht gehen wir gleich mal eine Runde und gucken, ob irgendwie ein paar Vögel am Drahtzaun, ein paar Vögel am Stromzaun hängen. Da habe ich auch schon einige Male gesehen, dass die Vögel sich irgendwie in die Nähe begeben und gebraten werden. Das ist fast wie im Schlaraffenland. Guck mal hier, da ist doch einer. Habe ich mich jetzt selbst gerüstet? Aua, 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 pass auf, pass auf. Wie gesagt, beim Stromzaun müssen wir auch selbst aufpassen. Ich glaube, der röstet uns ganz gerne mal. Ich finde den Stromzaun ziemlich cool, er gefällt mir richtig gut. Aber es ist halt eine Gefahr für den Grimbo. Alles, woran ich mich verletzen kann, daran werde ich mich verletzen. Wie meine Spikes und den Stromzaun. Aber wir müssen es auch alles reparieren. So, ich gehe mal rein. Wir haben hier drüben doch noch mehr als genug Holz. Mehr als genug, Leute. Es ist gar nicht mehr so viel da.
Kelvin, hast du Steine geholt? Oh Mann, Kelvin, es wird eng. Wir haben nicht mehr viel. Komm mal ran. Wir müssen dich... Okay, er holt noch Sticks, das ist auch gut. Sticks brauchen wir auch. Dann gehe ich mir mal selber Steine organisieren. Leute, unsere Lager sind so leer. Ich habe keine Zeit gehabt, meine Lager wieder zu füllen. Ich habe gar nichts gemacht in der Zeit. Von daher, wir steigen genau da, wo ich aufgehört habe, steigen wir gemeinsam wieder ein. So, und wir müssen alles organisieren. Darum machen wir heute ein bisschen Handarbeit. Ein paar Sachen, die ich sonst offscreen erledige, machen wir jetzt gemeinsam. Nein, brauchst kein Feuer machen. So, wie spät ist es denn? Was sagt die Uhr? 14.44 Uhr? Ah, ein paar Stämme noch. Ein paar Sticks noch, mein Lieber. Ein paar Sticks noch. Ach genau, die Karre steht ja noch mit den Sticks hier drin. Wunderbar, die können wir uns holen. So, was wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen auch noch machen werden. Ich denke mal, vielleicht in der nächsten Folge können wir damit direkt schon mal weitermachen. Wir brauchen ja noch ein paar Sachen, die wir vergolden müssen. Wir haben, beziehungsweise wir haben noch ein paar Sachen, die wir vergolden können. Was ich auf jeden Fall Gold haben möchte, ist die Axt, beziehungsweise vielleicht sogar beide Äxte. Ich weiß nicht, was können wir denn noch vergolden? Die kleine Axt, geht das auch? Den Butter? Ich weiß es nicht, was können wir alles vergolden? Ich habe es probiert mit den Armbrust und mit dem Bogen. Entschuldigung. Okay, und das ging nicht, da konnte ich nicht reinpacken. Das Jagdgewehr vielleicht, vielleicht ist das Jagdgewehr noch eine Option. Also ich möchte gerne alles, was wir vergolden können, möchte ich vergolden. Und wenn wir dann alle Waffen, die wir vergolden können, vergoldet haben... Ich probiere das einmal kurz aus, ob ich es reinlegen könnte. Tatsache, wir könnten das Jagdgewehr vergolden. Sehr schöne Sache. Vielleicht machen wir das beim nächsten Mal, dass wir das goldene Jagdgewehr haben. Oder erstmal die Axt, auch vielleicht nicht schlecht. Ja, wenn wir alle Waffen vergoldet haben, die wir vergolden können, würde ich dann langsam übergehen, irgendwann auch natürlich mal die Rüstung zu machen. Und dann bin ich mal gespannt. Die Stärke der Gegner, die kommen, hängt das davon ab, was ich vergolde? Oder ist das immer reiner Zufall, wer kommt? Weil ich hatte mal die großen, mal weniger große Mutanten hier. Und wenn ich die Rüstung vergolde, geht es dann noch heftiger ab? Ich weiß es nicht. Von daher sollten wir uns dann gemeinsam anschauen. Ich bin sehr gespannt, was passiert. So, vielleicht können wir hier auch noch ein bisschen was einbauen hier. Na, ja, uns fehlt Draht, uns fehlt Draht. Wow, aufgepasst. Wo bekommen wir denn am besten nochmal geschickt Draht her? Ich glaube... Was war das? Der Wind, das himmlische Kind. Wir machen uns einmal kurz auf den Weg. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wir gehen einmal gemeinsam nochmal zum 3D-Druckerraum. So, komm, hoch mit dir. Wir machen uns da noch einmal die Taschen voll. Ich glaube, da gab es noch Drähte. Vielleicht speichere ich dann dort, lock dort auch aus und lock mich da nochmal ein und mache mir da nochmal ein bisschen die Taschen voll. Komm, hoch mit dir. Einmal hochgefahren, bitte. Da fällt mir was anderes ein. Leute, nein, ich muss nochmal zurück. Ich habe noch was in der Tasche, was ich unbedingt erstmal loswerden muss, bevor wir losziehen. Sonst mache ich das Ganze nämlich wieder zweimal. Und das muss ja nicht sein. So. Aufgepasst, aufgepasst. So, ich muss die Seilbahn umbauen, Leute. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Da machen wir uns auch hier oben mal einen Stamm drauf. Leute, ich nehme ja gerade mal einen Stamm mit. Kann ich dich hier irgendwie hochwerfen? Ne, willst du gerade nicht, ne? Doch, musst du schaffen. Einmal hoch. Das müssen wir umbauen, Leute. Ich brauche hier oben... Kannst du den hier so hinbauen? Hier oben den Schauen. Dann würde ich mir die Seilbahn direkt hier oben hinbauen. Dass wir hier rüberfahren und nicht mehr da unten. Das ist mir auf Dauer, ist mir das zu gefährlich. Da bringe ich mich noch um. So, aber ich wollte hier oben einmal aufs Dach. So. Ich habe mir meinen schönen Aufzug aufs Dach gesetzt. Wunderschön. So. Aua, was war das, Leute? Warum fahre ich denn da runter? Kann doch nicht sein. Ich war doch schon da oben. Das funktioniert doch eigentlich. So, machen wir nochmal. Einmal hoch. Ich möchte oben aufs Dach. Ich möchte einmal kurz die Solarpaneele, die ich habe, bitte einmal wegplanken. So. Ich habe doch schon einige wieder gesammelt. Schau mal an. Richte es mal ein bisschen aus. Geht das? Ansonsten mach's. Oh, das sieht auch cool aus. So richtig schön ins Dach integriert. Mehr haben wir nicht. Zwei Stück nur. Na, immerhin. Dann haben wir hier schon mal zwei Stück. Batterien habe ich jetzt natürlich auch keine mehr.
alles verbrezelt, alles verbraten. Oh, schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Ich habe hier noch ganz viele Löcher im Dach. Was ist denn da los? Grimbo, ist doch nicht dein Ernst. Ich dachte, ich hätte hier alles fertig. Oder ist mir das kaputt gegangen? Ist irgendwas passiert? Ich bin mir zu 99,9% sicher, dass ich mein Dach komplett gedeckt hatte. Kann das sein? Gehen die Sachen oben auf dem Dach auch irgendwann mal kaputt? Dass man das Haus zwischendurch mal warten muss? Also ich habe keine Ahnung. Könnte ich jetzt gar nicht sagen, ob das denn so ist. Leute, ich würde sagen, ich schaue mal gerade auf die Uhr. Den Ausflug zum 3D-Druckerraum, das lassen wir jetzt an der Stelle erstmal sein. Ich würde sagen, reicht für heute. Wir haben genug gemacht. Die Zeit ist rum. Hallo, Kelvin, mein Lieber. Geh doch mal los und hol uns noch mal ein paar neue Steine. Hol Steine und Behälter füllen. Hast du wieder was zu tun? Und waschen solltest du dich auch noch mal. Sieht schlimm aus, mein Lieber. So, dann lassen wir das für heute sein. Die Zeit haben wir für heute um. Dann wird das heute eine pünktliche Folge. Und in der nächsten Folge gehen wir dann einmal zusammen zum Druckerraum, holen uns noch mal ein bisschen Kram, organisieren uns alles, was wir brauchen. Und dann bauen wir hier noch ein bisschen weiter und machen vielleicht in der nächsten Runde das nächste Ritual. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal und kommentiert ganz, ganz, ganz fleißig weiter. Ich freue mich auf euch und ich bin raus, euer Gamero.